So, und da sind wir auch schon wieder. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Scheiß wieder ist, den ich. Armor Games. Oh. Belugerin Studios. Oh Gott. Sieht jetzt schon scheiße aus. Was soll man hier überhaupt machen? So. Options. Schraubt mal die Mucke leiser. Vor Urzeit, als dieses Spiel programmiert wurde, sah es noch so aus. Ein Tag in der Unterstadt von Stikopolis. Das klingt ja fast wie Seotropolis. An der dicht besiedelten Unterstadt-Ecke. So schnell kann ich doch gar nicht lesen. Und dann kam er. Dann grinst er. Den magischen Stift nimmt er, oh Gott. Und fängt Und rasiert die Welt weg. Und das hat er mit ein bisschen Zeitung zugedeckt. Oh mein Gott, er stirbt. In ein Loch. Was? Au. Oh mein Gott, die Welt ist in Farbe. Richtig gewesen. Ich habe das falsch an die falsche Stelle gesetzt. Hier braucht man nämlich diesen Enterhaken. Na, ja, jetzt lass mich doch mal machen. Da kommt der Enterhaken hin. Da kommt die Leiter hin. Ja, und dann können wir eigentlich auch anfangen. Huha! Hier nehmen wir so ein Eisending. Da packen wir eine Leiter hin. Und da fällen wir den Baum. Das war jetzt bestimmt alles falsch. Vor allem immer, dass hier die Credits die ganze Zeit durchrollen. Auch super. Da schießen wir uns mit der Kanone rüber. Ach so, und das andere Item ist einfach nur so da. Oh, Epic Fail. Nochmal von vorne. Thank you.
Vielleicht müssen wir uns hier mit der Kanone hochschieben. Einfach nur. Start. Keine Ahnung so. Ui, das geht schief. Ja, das sag ich. Nochmal. Also, dann besser ganz ohne Kanone. Hier klettern wir hoch. Und da nehmen wir die Leiter. Genau das habe ich gewollt. Was bleibt hier noch übrig? Ja, ich würde sagen. Immer schön mit Waffen. Ui. Ich hab dir nicht gleich sagen können, dass es nicht funktioniert. Versuch es mal einzuschießen. Der schießt jetzt nicht drauf. Das. Oh nein! No. Also, du nimmst jetzt die Ballons, fliegst darüber. Fällt der Stein noch auf den drauf? Ich probiere hier mal die Kanone. Das ist total realistisch! Das geht! Hätte ich jetzt nicht... Alles falsch. Ja, keine Ahnung. Nur um zu sehen, was passiert. Oh. Ach so. Meine Annahme, die Platz zu sprengen, ist richtig. Ich hätte eigentlich gedacht, man sollte die Axt nehmen da. Da. Dann nehmen wir die Bärenfalle. Um den Bär im Busch zu töten. Wo wusstest du, dass da ein Bär ist? Weil der Busch gewackelt hat und da ist ein Löwe, glaube ich. So, was ist das denn? Wie ist aus? Bananenschale. Fleisch. Ham. Ich würde den Fleisch den Typen da geben. Die Kannibalen, die wollen das bestimmt essen. Okay. Ja, deshalb. Und das ist ja eine schöne Idee. Stellen wir das mal einfach dahin. Der kriegt eine Banane. Der kriegt TNT, keine Ahnung. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ah. Aber das mit der Maske hat geklappt. Dann nehmen wir hier die Banane, dann rennt der Affe nämlich die um. Nehmen da das und nehmen dann TNT. Was musst du dann?
das letzte Mal da genommen. Ja. Dann. Vielleicht. Ah, warte mal. Ich nehme die Maske. Die nehme ich bei denen und hier, das werfe ich einfach um mit dem Stock. Hä? Dann kommt der, dann kommt. Das geht nicht. Weil die Maske, dann denken sie ja, ich wäre einer von ihnen. Wir haben das auch schon das letzte Mal gesehen, das passiert, wenn ich TNT da verwende. Ich muss hier dann den Stock nehmen. Ich probiere einfach mal ein bisschen. Denn aufhalten? Mit der Banane geht's nicht, mit dem Fleisch ging's nicht. Fleisch, dann lockt man da das Ding da an und anschließend schlägt man mit dem Stock tot, Alter. So macht man ein gutes Jobspiel. Ach so. Was? Der hat Angst? Nein, man hat ihm das Stöckchen geworfen. Achso. Was ist das denn? Ein Honigtopf. Achso, was haben wir hier? Was ist das? Zuckerrohr. Da bauen wir uns hier rüber. Der Fisch kriegt einen Wurm. Hier keine Ahnung. Da nehmen wir den Honig. Ich probier einfach mal. Oh. Dann machen wir es jetzt so, wir werfen einfach das Krokodil mit einem Baumstamm ab. Der kriegt wieder den Wurm und hier nehmen wir den Honig. Den Bären aus. Der denkt, es ist ein anderes Krokodil. Oh. Das sind nur Fleischfresser. Also hier ging das ja. Nehmen wir da vielleicht das Floß. Geil. Blumen sollten wir besser in der Nähe von Bienen nicht verwenden. Eine total logische Erklärung geben, wieso man den ausgerechnet den Wurm verwendet. Nein, man muss das Floß nehmen, pass auf. Aber
aber ich will sehen, was passiert. Jetzt muss man... Ah! Ach so! Was? Ach, guck mal, hier bin ich auch angemeldet. Ja, einfach so. Meine Spiele. Herunterladen machst du jetzt besser nicht. Oh. Bleib fern von mir! Ja, logisch, ne? Ja gut, wir sind aber auch schon ewig dran. Hier nehme ich den Spiegel. Dann nehme ich eine Fackel, keine Ahnung. Da schieße ich mich rüber. Killerwurm. Gegen einen Killerwurm hilft nur ein Spiegel. Keine Ahnung. Da schießt man sich. Dann da nehme ich das Floß. Da schieße ich mich rüber. Über die Krabbe. Hä? Das ist keine Ahnung. Es hat funktioniert. Schießen muss ich hier natürlich eine Fackel. Das ist das Unlogischste. Und dann das Floß. Ja, das macht Sinn. Oder nimmt man nichts? Man kann nicht nichts nehmen. Man muss an allen Stellen etwas nehmen. Also Logik bitte mal. Genau! Noch ein Level! So, hier nimmt man eine Leiter. Ich würde natürlich gerne ein Kettensägen-Massaker hier anrichten. Komm, ich erstech den. Das ist bestimmt eh falsch. Dem gebe ich Wasser. Warum nimmst du die? Hast du da nicht die Kettensäge da am Anfang gemacht? Ja, bei dem. Mal sehen, ob das... Oh. Also, du brauchst was zum Werfen. Sehr lange Folge, Fußball. Oder zwei. Oh, ich wollte ein Kettensägen-Massaker. Muss ich jetzt hier den Spiegel? Das ist doof. Kettensägen-Massaker sind immer cool. In jedem Spiel. Spiegel, offenbar. Ja.
Ja gut, ich sehe schon. Dann schießt du nicht einfach drüber. Na Leute, Menü. Der sieht durstig aus, der kriegt hier. Das ist so hinhaut. Ich bin so krass. Da schießt du dich einfach drüber, genau. Und hier trinken wir so ein Anti-Gift. Über den schießen wir uns drüber. Ihm halten wir einen Spiegel ins Gesicht. Ne, der ist böse. Dem halten wir einen Spiegel ins Gesicht. Der hat nämlich keine Waffe in der Hand. Über den schießen wir uns drüber. Und den... Oh. Der Skorpion ist irgendwie ein bisschen blöd. Spiegelbild zeigen. Über den schießen wir uns drüber. Nein, das wird so benächst. Dem werfen wir die Granate ins Gesicht. Wollt ihr mich uns verarschen? Man muss sich hier verkleiden? Ach so. Töten wir. Hier schießen wir uns drüber. Und dann halten wir dem halt einen Spiegel ins Gesicht. Ja! Ist die zweite? Ja. Müssen wir wohl die beiden vertauschen. Da brauchen wir die Maske. Den schießen wir uns drüber. Was? Auf den werfen wir eine Granate. Ich probier es einfach mal. Das wird so nicht gehen. Ja. Und dem zeigen wir sein Spiegelbild. Gulli, keine Pizza. Aus der Pizza raus, stand auf der Straße, wurde wütend, ist ausgerastet, hat die halbe Stadt zerstört, wie man sieht. Danach ist er zum Musical gegangen. Ja, wenn der andere aus der dritten Dimension was mit der Freundin für ihn machen, der wird auch wütend. Dann hat er eine Idee, irgendwas mit der Zeichnung, Gulli, Flammkuchen, dann steckt er eine Zeitung auf den Boden, dann wartet er, dann kommt er raus, schreit, wird total aggro, sie verliebt sich in ihn und er wird sauer wieder, er wird noch sauerer, er rastet aus und rennt los, er tritt in die Zeitung, mit in der auch wahrscheinlich wieder der Kacke lag, und dann fällt er in die Kacke rein und wird schon gemorisiert. Yay! Jetzt freut er sich wieder, dieser Typ da, mit seiner Freundin. Das war's.
das Ende. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein oder zwei Folgen wird, das werden wir dann mal schauen. Oh, jetzt ist er tot. Ja. Und das war das Spiel und ich sage an dieser Stelle, ja, das war's.